Sven, wir durften ja Ende des letzten Jahres schon über dein Comeback uns freuen. Wie wichtig ist es dir jetzt, dass du mal eine ganze Vorbereitung mit der Mannschaft machen kannst? Sehr wichtig. Die habe ich zwar im Sommer auch mitgemacht, aber dann leider blöderweise nach Olympia verletzt wiedergekommen und habe so gut wie die ganze Vorrunde verpasst. War natürlich sehr ärgerlich, aber ich habe mich am Schluss schon gefreut, dass ich dann doch noch zwei Spiele machen konnte und jetzt umso schöner, dass ich jetzt die Vorbereitung mitnehmen kann und einfach jedes Mannschaftstraining auch genieße und mich auch fit mache und hoffentlich dann gut und gestärkt in die Rückrunde gehen kann. Überhaupt, wenn man jetzt mal die Trainingseinheiten sieht, ist es schon relativ voll wieder bei den Trainingsspielen. Das war in der Hinrunde ja auch nicht immer so, weil viele Verletzte da waren. Macht das auch was mit der Stimmung in der Mannschaft, wenn man weiß, man ist jetzt wieder, man ist mehr Leute, die fit sind? Ja, natürlich. Also zum einen heißt es immer so schön, konkurrenzbelebtes Geschäft. Und so ist es ja auch in diesem Fall. Wenn wir viele Spieler auf dem Platz haben, dann ist der Konkurrenzkampf eben ein bisschen aggressiver. Es geht zur Sache und du kannst natürlich auch ganz anders trainieren. Und die Qualität im Training ist momentan extrem hoch und es macht dann auch umso mehr Spaß, wenn das Training auf hohem Niveau stattfindet. Die Offensive ist so gut wie eh und je bei euch. Die Defensive hat aber wohl ein bisschen Luft nach oben. Wie hast du die Leistung, die Defensivleistung in der Hinrunde bisher gesehen? Ja, natürlich ist der Spielraum und wir sind da auch selbstkritisch und haben uns für die Rückrunde auf jeden Fall viel vorgenommen und wollen leichtsinnige Fehler abstellen und als Team im Gesamten einfach das besser machen. Wir sind relativ häufig dann auch in Rückstand gekommen und wir wollen einfach das erste Tor machen, in Führung gehen. Das hat uns in der Vergangenheit eben auch gezeigt, gerade auch in der Vorrunde, dass wenn wir in Führung gehen, es ganz, ganz schwer ist, dass wir dann überhaupt noch Punkte abgeben. Und es muss unser Ziel sein, einfach in der Rückrunde stabil zu sein und vorne auf das erste Tor zu spielen, erste Tor zu machen. Und dann haben wir meistens die Punkte mit nach Hause genommen oder halt eben geholt. Und so sollte das doch optimalerweise auch in der Rückrunde passieren. Wie kann man daran arbeiten, dass man eben nicht in den ersten Minuten ein Gegentor fängt oder überhaupt mit einzelnen Spielen? Ja, über Gespräche, über Kommunikation. Wir haben jetzt hier sind wir jeden Tag lang genug aufeinander und haben genügend Zeit, über die Sachen zu sprechen. Ich glaube, das ist immer der erste Ansatz und dann trainieren wir das und versuchen es eben besser zu machen. Und das ist unser großes Ziel, weil damit steht und fällt natürlich auch eine optimale Rückrunde. Gerade auf der Verteidigerposition musste viel gewechselt werden in der Hinserie aufgrund von Verletzungen und sonstigen Dingen. Ist das auch ein Teil des Problems, dass gerade, also sagen wir mal, das Innenverteidiger-Pärchen ja nicht wirklich eingespielt sein konnte? Natürlich ist es so, wenn man auch gezwungenermaßen dann oft auch rotieren muss und es ist kein eingespieltes Pärchen und dann kommt jemand zurück, der gerade aus einer Verletzung ist und muss auch gleich wieder ran, ist es natürlich nicht die optimale Ausgangssituation. Aber deswegen umso schöner, dass jetzt alle im Moment fit sind und die Vorbereitung nutzen können. Ich glaube, da kann sich dann auch viel entwickeln und wenn alle fit bleiben, ist es dann auch leichter, punktuell eben dann auch jemand anderen mal rein zu rotieren. Und das ist, glaube ich, eine angenehme Situation jetzt gerade. Wie siehst du den, sagen wir mal, den Integrationsprozess? Du gehörst ja jetzt schon zu den sehr erfahrenen Spielern, derer, die da hinzugekommen sind, wie Ousmane Dembélé, junge Leute, hochtalentiert, aber halt noch mit Sprachproblemen und so. Wie sind die integriert aus deiner Sicht? Ja, ganz gut. Ich glaube schon, dass es natürlich auch ein bisschen Zeit braucht, sowas. Die junge Spieler eben, schon gesagt haben, Sprachprobleme dann auch oft, aber ich glaube, sowas entwickelt sich auch. Und nach so einem halben Jahr kann man dann schon sagen, dass man die Spieler kennt, dass die neuen Spieler auch die Mannschaft kennen. Und es macht natürlich auch unglaublich Sinn, jetzt momentan alle dabei zu haben, um hier einfach noch mal ein bisschen enger zusammenzurücken und es jedem auch zu erleichtern. Man hat ja auch in den letzten Spielen dann schon den einen oder anderen gesehen, dass er extrem gut zurechtkam in den Spielen. Natürlich waren die Ergebnisse nicht optimal, aber ich hoffe einfach, dass es weiter so funktioniert, dass wir uns noch mehr finden und dann in der Zukunft einfach noch harmonischer und abgestimmter wirkt. Sorry, we are from Portugal. Do you mind me asking you a question in English? Yes? Yeah, but I answer in German, okay? The Benfica game is coming in February. What do you know about Benfica and what do you think that eliminatory is going to be?
Ja, Benfica hat natürlich eine gute Mannschaft und es wird ein sehr, sehr interessantes Spiel für uns. Es ist noch ein bisschen die Zukunft. Vorher wollen wir erstmal gut für uns in die Rückrunde starten und hoffentlich dann einfach auf dem Höhepunkt topfit zu sein, auch für dieses Spiel. Und ja, wir wissen, dass es ein starker Gegner ist und trotzdem wollen wir eine Runde weiterkommen. Du, sag uns zum Schluss noch bitte, es ist jetzt heute beschlossen worden, dass die Weltmeisterschaft ab 2026 mit 48 Mannschaften stattfinden wird. Wir erwarten dich 2026 natürlich im Kader der A-Nationalmannschaft. 2026? Ja. Siehst du, dann brauche ich die Frage nicht beantworten, weil da spiele ich nicht mehr Fußball. Ja, wie ist das aus Spielersicht? Also grundsätzlich die Belastung wird ja immer als noch viel mehr steigender bezeichnet bei englischen Wochen, bei allem, wenn das jetzt auf Nationalspieler noch dazukommt. Dass man dann mit ich habe jetzt ehrlich gesagt da noch gar nicht viel mitbekommen. Das Einzige, was ich mal gehört hatte, war, dass es an der Anzahl der Spiele ja nichts ändern soll. Aber ja, es gibt immer diejenigen, dafür sind, die dagegen sind. Für mich spielt das wahrscheinlich 2026 keine Rolle mehr. Da kann ich dann noch glücklich drüber sein. Ja. Man muss, glaube ich, schon aufpassen, dass man den Bogen nicht überspannt. Es geht schon immer mehr dazu, dass der Zeitplan immer straffer wird und die Intensität in den letzten Jahren im Fußball hat ja auch extrem angezogen, das darf man nicht vergessen. Deswegen glaube ich, sollte man es immer im Auge behalten und den richtigen Blick drauf wahren und vielleicht nicht überall noch was dazu bringen und da noch was dazu, sondern vielleicht manche Sachen auch einfach so lassen, wie sie sind. Danke euch. Alles klar.